Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, eine Runde Overwatch. Ich bin Rotmac und wir spielen mal wieder Route 66, so, und zwar mit Torbjörn in der Defensive. Ja, das machen wir. Und zwar machen wir das hier im Quickplay, denn, liebe Freunde, die Saison ist vorbei. Ja, die Saison ist vorbei. Es war nicht eine rühmliche Saison für mich, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe am Ende auch nicht wirklich viel gespielt. Ich habe die Zeit einfach nicht mehr gehabt. Ihr habt es selber gemerkt wahrscheinlich an den Videos. Die kamen hier nicht mehr so oft auf dem Kanal. Ich war im Urlaub, ich war auf Pokémon Go Jagd. Ich war hier und da und Hochzeiten hast du nicht gesehen. Tausend Sachen, an die ich mich halten musste. Da hatte ich keine Zeit mehr zum Spielen. Und wenn ich dann mal Zeit hatte, dann wollte ich auch mal was für mich spielen. Und nicht immer hier noch kommentieren. Tut mir leid, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, nö, ne? Es ist halt einfach so. So, aber ich habe wieder Zeit. Die Season ist aber vorbei. Ich mache einfach mal wieder eine Runde Overwatch. Und zwar im Quickplay mit Torbjörn, wie gesagt, hier in der Defensive erstmal. Es gibt halt wieder so ein Video, nur eine Runde. Da gibt es nicht nur eine Rückrunde. Das mache ich nicht bei Quick Games. Das machen wir nicht. Nein, 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 das tun wir nicht. Ich freue mich auf die zweite Season. Ich weiß gar nicht, wann die beginnt. Da werde ich dann bestimmt auch wieder Videos machen, die halt ein bisschen länger gehen, weil wir natürlich dann beide Seiten spielen müssen. Defensive wie Offensive. Halt einfach, bis das Ganze vorbei ist. Da haben wir noch den Affen. Der gute Ape. Das sieht doch ganz gut aus bisher. Not enough scraps. Das ist korrekt. Wir brauchen mehr Schrott. Denn Schrott ist des Torbjörns Nahrung, ne? Alles klar. So. Mein Türmchen hier hält auch einiges aus und kriegt eigentlich keinen Schaden rein. Das finde ich... Wow. Wo ist er denn hin? Genji? Oh, da ist noch... Die ist auch noch da. Und da ist auch noch einer. Und ja, alles voll mit dem ganzen Pack hier. Wir kümmern uns hier aber um... Uiuiuiui. Unser Geschütz, wollte ich gerade sagen. Und dann fall ich hier runter. Oder Werte runtergefallen. Wie man es auch immer nimmt. Ja, das bin ich, danke. Ich schieß schon unsere Anna ab. Ich bin so drauf hier. So. Ah, meiner ist noch gestanden. Das war meiner. Alter, da musst du dich schon mehr kommst. Sag mal, geht's noch? Wer ist denn da unten eigentlich? Wer denkt sich denn hier, er könne einfach mal dem Rotmac hier in den Arsch treten? Ich denke, Kollege, du bist hier nicht ganz im Klaren, wer du hier vor dir hast. Ich bin Torbjörn, Herr über Maschinen. Ihr fresst mal meine Scrubs, ihr Luschen. So, jetzt habe ich dann auch mal genug gelabert. Ich denke mal, ich könnte mal wieder was aufstellen hier. Statt labern, mal wieder spielen, ne? Das fühlt sich so gut an, mal wieder Overwatch zu spielen. Ich habe auch gar keine Runde vorher gespielt. Ich habe einfach mal hier kalt wieder reingemacht. Hab vorhin kurz das Video aufgenommen für Lucio Ball. Und mir dann gesagt, ey, das macht doch immer noch so riesen Spaß mit diesen ganzen Overwatch-Helden hier rumzueideln. Da muss ich gleich wieder ein Video machen. So. Und dann haben wir auch mal das Zeitliche gesegnet. War auch mal Zeit hier. So. Ja, ich habe richtig Bock, wieder durchzustarten mit den Videos im Übrigen. Habe richtig Bock drauf. Im September habe ich einen Monat frei. Ja, unbezahlter Urlaub zwischen meinen beiden Jobs. Ich habe gekündigt auf Ende August. Ich beginne am 1. Oktober mit meinem neuen Job. Und deshalb habe ich einen Monat frei. Na, finanziell ist das kein Problem. Von daher habe ich mir gesagt, kannst du dir mal wieder ein bisschen Zeit nehmen für den ganzen YouTube-Kanal, für euch, die hier vielleicht auch ein bisschen ausgeharrt haben und gewartet haben. Ich habe auch schon Nachrichten gekriegt von Leuten, die sich ein bisschen gesorgt haben, ob ich hier den YouTube-Kanal auf Eis gelegt habe. Nein, habe ich nicht. Und danke im Übrigen für die Rückmeldungen. Das, ja, das motiviert dann halt auch wieder viel mehr, auch wieder aufzunehmen. Es war nicht mal die Motivation, an der es gelegen hat. Aber es ist halt Sommer
Eindruck im Sommer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo, 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 Tracer, bist du denn verrückt? Bist du denn nicht ganz dicht hier? Wo ist sie denn da drüben? Ja, im Sommer hat man halt auch andere Prioritäten. Zumindest ich habe die. Und ja, das müsst ihr mir auch zugestehen. Ja, und wer es mir nicht zugesteht, der ist, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. So, haha, jetzt habe ich es euch aber gegeben. Oder demjenigen, oder denjenigen. Die meinen, ich muss nach ihrem Booster tanzen. Aber ich habe nichts dergleichen gehört. Also von daher, ich danke fürs Verständnis. Und ja, bin wieder da. Bin wieder voll da und freue mich drauf. Jetzt, was sicher noch ist, ist Anfang September gehe ich noch auf Prag. Oder nach Prag. Mit einem Kollegen noch ein bisschen Urlaub. Dann gehe ich auch noch nach Hamburg. Ich komme nach Deutschland. Wahnsinn. Deutschland. Weißt du, als Schweizer ist immer so, oh, Deutschland ist so weit weg, ne? So, da. Die große Schwester, nein, ihr seid nicht der Bruder, ihr seid die Schwester, die Deutschland. So, und ja, gehe nach Hamburg noch, nur um ein verlängertes Wochenende. Ansonsten habe ich wirklich täglich frei. Ich überlege mir noch, ob ich vielleicht so ein fixes Livestream machen soll. Das Problem ist halt einfach, tagsüber ist sowieso niemand da, ja, der das schaut. Oder fast niemand. Sommerferien sind dann auch vorbei und ja, ich werde wahrscheinlich einfach Videos produzieren, auch ein bisschen vorproduzieren, weil ich weiß dann nicht, wie es mit dem neuen Job dann aussieht. Ich werde wahrscheinlich dann wieder nicht mehr so viel Zeit haben. Dann kann ich jetzt jede Menge vorproduzieren. Ich habe so viele Spiele, die ich noch spielen will. Und auch wieder Horrorspiele. Da freue ich mich richtig drauf. Eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe, wie heißt denn? Ich vergesse den guten Namen immer, nicht Redout. Es gibt, das 2 kommt auch noch raus in diesem Herbst. Ich habe es, glaube ich, schon x-mal gesagt in Videos, dass ich das Ding spielen will. Aber jetzt ist es dann wirklich im September, habe ich die Zeit dafür. Ich hoffe auch ein bisschen darauf, vielleicht, ne, dass ich zum Geburtstag, das ist im nächsten Dienstag, also ich weiß gar nicht, wann ich das hier hochlade, aber es ist am 23. August, ob ich da vielleicht einen Greenscreen bekomme, wer weiß. Ich habe da ein bisschen Brotsamen gelegt bei der Familie, aber ich kann nicht sagen, ich wünsche mir das. Das ist so ein bisschen, ne, macht man nicht. Aber vielleicht kommen die da selber drauf. Jetzt sicher nicht über das Video, weil da schaut keiner mein Video. Zumindest glaube ich das nicht. Außer vielleicht einer meiner Brüder. Ja, doch, einer. Hm? Benny? Hm? Nein, also wie gesagt, ich bin da total gespannt. Und wenn es dann einen Greenscreen geben würde hier, dann wäre natürlich Horrorspiele hoch im Trend. Ja, dann könnte ich hier auch mal richtig bisschen professionell und nicht mit der Kamera da so halbwegs im Dunkeln und hast du nicht gesehen. Bin ich dann immer wieder so ein bisschen nah. Wenn, dann richtig, ne? So, und wir verlieren hier das Spiel. Jetzt habe ich so viel gelabert und so schlecht gespielt. 2 Silber. Oh, das geht schon besser, das geht schon besser. Aber wir haben das Ding eigentlich schon fast verloren. Aber wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Das muss man bis am Ende durchziehen. Denn hier, es kommt am besten, wenn man nicht mehr daran glaubt. Nicht wahr? Nicht wahr, mein Lieber? So, machen wir hier mal so Molkenkor und los geht's. Das Ding ist perfekt. Und jetzt hier Rüstungen, meine Freunde. Rüstungen und wir tragen das Ding jetzt zurück. Geh zurück, wo du herkommst, Maschine. Und ich bräuchte mal ein bisschen Heilung. Heilung. Supporter, ich bräuchte hier mal ein bisschen Heilung. Naja, wir machen es halt so. Einfach drauf, einfach rein. Alles klar, wir haben noch 2 Minuten. Das ist schon noch ziemlich viel Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Oh, Tracer, du blöde Kuh. Nein, hätte ich machen müssen. Hätte ich machen müssen. Eieieiei. Noch hier. Das ist ein Replay. Okay, noch 1 Minute 45. Das Ding geht zurück. Das ist schon mal gut. Ja, der ist gut. Er wurde gekillt, bevor er hier großartig was machen konnte. Und jetzt... Ei, jetzt kommt der Affe auch noch. Der Ape. April. So, weg ist er. Das ganze Zeug muss weg. Das ganze Zeug hier muss weg. Pharah, weg. Jo, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das kommt gut. Drehen wir dann doch noch das Ding durch hier. Bringen wir das Ding hier durch. Das wäre schon was. Okay. So bestimmt nicht. Ah, die Anna. Scharfschützen. Ich hasse Scharfschützen. Ich muss da irgendwie rauf und das da oben hinbauen. Habe ich noch... komme ich nicht rauf. Komme ich nicht rauf. Oh, das Ding ist ziemlich nah. Ich baue das da oben hin. Hingebaut.
aufgebaut. Komm, 69%, das reicht noch nicht für Molten Core. 50 Sekunden. Oh, da kommt Hanzo. Ja, Freunde, ich will... Ich zeig mir hier. Zeig mir das Reale. Nein, die gehen nach vorne. Okay, Tracer hat hier... Ich hätte vielleicht mal wechseln können. Nee, machen wir nicht. Wir wechseln nicht. Wir bleiben standhaft mit Torbjörn. Wir wechseln unseren Helden nicht. Auch wenn das Profis machen. Wir sind kein Profi. Wir halten die Stellung einfach nur. So, jetzt aber hier. Molten Core. Komm, aufbauen geht auch schneller. Und jetzt haben wir das Ding eigentlich schon fast gewonnen, würde ich sagen. Tötet es, tötet es. Alles, alles. Komm, hier, Rüstung, 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 Rüstung. Fresst euch satt an der Rüstung, Freunde. Da hinten haben wir den Affen. Der Affe ist da, der Affe ist da, Freunde. Ich habe einen Affen am Arsch. Bist du? Overtime. Die ist weg. Das ist doch schon mal was, Tracer. Oh, ich habe keine Maschine mehr. Fuck. Ich habe keinen Geschützturm mehr. Wir einen bauen. Los, 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 los. Los, weg damit, weg damit. Bau das Ding auf. Overtime vorbei. Ich glaub's nicht. Wir haben es gewonnen. Und wie knapp war das denn, bitteschön? Das ist doch mal wieder ein Einstand hier. Bin ich wieder zurück in Overwatch und das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Ab da. Gratz. Du Schweinehund. So, was hat ihr denn da hier geboten? Was hat ihr bitte schön hier geboten? Das ist ein Turm, hat einfach alles gemacht. Der nicht mal, was macht denn der? Hä? Riesenspiel. Riesenspiel von Abda. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Es ist dieses einfache. Best Killstreak, 21 Eliminations. Ach komm. Geben wir doch. So, gönn ich dir. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.